Hallo, mein Name ist Azel, Member der Pizza Squad, und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir so ein paar Sidequests erledigt, so wie das noch heute anstand. Aber heute machen wir es richtig krasses, denn heute machen wir die Anju und Carfei Quest. Ich habe sie schon oft angedeutet, habe mich ein bisschen auch für ihr gefürchtet, aber heute ist es soweit. Es wird sehr intensiv, sehr lang auch, aber es ist eine sehr interessante Geschichte, die erzählt wird, deswegen möchte ich euch die natürlich nicht vorenthalten. Aber was wir jetzt erstmal tun müssen, ist warten, bis es 12 Uhr ist. So, nachdem wir dann auch genüsslich gewartet haben und die Sonne genossen haben, geht es ja auch ins Büro des Bürgermeisters. Residenz des Bürgermeisters, sorry. Was sagst du eigentlich? Ich kenne dich gar nicht. Willkommen, womit kann ich dir dienen? Der Raum hier links gehörte dem Bürgermeister her. Ich glaube, die haben eine Besprechung, glaube ich. Der Raum auf der rechten Seite ist der Salon. Er dient gleichzeitig als Madame Aromas Büro. Geh bloß nicht hinein, wenn du keinen Termin hast. Madame wird dich sonst den Kopf abreißen. Ja, wir haben einen Termin auf jeden Fall. Hallo, ich dränge mich mal kurz vor. Hallo, hallo. Ah, da bist du ja. Mit dir muss ich sprechen. Hallo. Oh, bist du gerade auf Exkursion? Oder bist du ein Detektiv, nicht angeworben? Ja, Detektiv. Das, was du sagst, genau. Ja, richtig. Ich sehe schon, du bist ein richtiger Profi. Merkmal der Person, die du finden sollst. Ja, ich kenne sie. Bei dieser Person handelt es sich um meinen Sohn Carfei. Du kennst ihn noch, oder? Aha, du kennst ihn nicht wirklich? Er ist vor einem Monat verschwunden. Es ist so schrecklich. Ich bin so in Sorge. Ich kann vor lauter Sorge kaum noch etwas essen und habe schon 5 Kilo abgenommen. Das hast du nicht zufällig eine Kleinigkeit dabei, oder? Bist du wohl nach ihm suchen? Na klar. Das lobe ich mir. Du bist ein wahrer Experte. Ich zähle auf dich. Aha, da haben wir die Carfei-Maske. Tragen diese Maske, um nach dem vermissten Carfei zu erforschen. Ja, und jetzt warten wir bis kurz vor 14 Uhr. Viel mit warten in dieses Sidequest, ihr merkt es schon. So, es ist ja auch schon wieder kurz vor 14 Uhr. Und es müsste hier gleich eine ganz wichtige Person eintreten. Aha! Der kommt auch schon angetrottet. Was hat er da? Er gibt was an Anju ab. Stillschweigend geht er wieder. Wir suchen ja Anju und Carfei. Wir haben die Anju-Maske. Und das ist vor uns. Ne, wir haben die Carfei-Maske und vor uns steht Anju. Die heißt nicht umsonst Anju und Carfei-Quest, weil wir jetzt wieder reden. Du bist auch auf der Suche nach Carfei? Ich habe eine Bitte. Carfei, ich habe einen Hinweis, der dir helfen wird, ihn zu finden. Komm heute Nacht um 11.30 Uhr in die Küche. Da sind wir ungestört. 11.30 Uhr? Okay, cool. Wir sind in der Küche. Und warten jetzt nur noch auf die gute Anju. Zwar scheiße langsam, aber okay. Gut, was müssen wir machen. So ein Moment, wenn du eine halbe Stunde brauchst, um einen Gang hinanzulaufen. So. Du stehst drin, verdammt! Es tut mir leid, dich noch so spät mit meinen Sorgen zu belästigen. Es geht um ihn. Carfei. Ich habe einen Brief von mir erhalten. Das ist schon merkwürdig. Ein Brief von einer vermissten Person. Aber es gibt keinen Zweifel. Der Brief ist von ihm. Ich fühle es. Bitte. Hier, nimm diesen Brief. Wenn der Brief zugestellt wird, wenn er ihn in den Händen hält, dann hast du die Chance, ihn zu treffen. Bitte sag ihm, dass Anju auf ihn wartet. Und bitte, nachdem du ihn gesehen hast, sag mir, wie er aussah. Ich habe Angst. Ich kann nicht gehen. Erlaubst du mir, dich um dies zu bitten? Natürlich. Ich danke dir von ganzem Herzen. Brief an Carfei. Rasch, bring den Brief für sie zu einem Briefkasten. Okay, cool. Was wir jetzt machen müssen, jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir bis 15 Uhr warten und dann zum Waschplatz gehen. Hier am Waschplatz müssen wir jetzt ein wenig geduldig sein. Es ist gleich 15 Uhr und gleich soll auch was passieren. Dieser Postbote und läutet jetzt eine Glocke. Was wird passieren? Da kommt jemand raus. Alter, der kommt mir so komisch. Also seine Haare sind irgendwie so ganz außergewöhnlich. Mal schauen, wo der herkam. Wir schleichen uns mal hier ganz schnell rein. Aha. Weiter habe ich jetzt nicht nachgedacht. Oh, ich habe was gehört. Ah, oh, da ist doch jemand. Grüne Mütze, grüne Kleider. Anju hat in ihrem Brief von dir berichtet. Du bist also auf der Suche nach Carfei. Kannst du ein geheimes Objekt halten? Klar. Anju hat dir vertraut. Ich werde dir auch vertrauen. Ich bin Carfei. Nein! Scheiße, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Der Kaffee, den wir suchen, ist ein Erwachsener. Aber wenn ich dich ansehe, sehe ich nur ein Kind. Es wird so nie erwähnt, dass das ein Erwachsener ist, aber okay. Ein Kobold mit einer merkwürdigen Maske hat mich verwandelt. Aber ich verstecke mich nicht, weil ich so aussehe. Ich ging sofort zur großen Fee in den Schrein nahe des Nordtors. Aber auf dem Weg dorthin wurde mir meine wertvolle Hochzeitsmaske von einem tänzelnden Mann mit einem grinsenden Gesicht gestohlen. Aha, den kennen wir doch. Nun, du bist zu unvorsichtig, genau wie mein Partner. Hey, hallo? Jetzt gleich was. Bevor das alles begann, war ich sehr glücklich. Ich wurde zum Ziel eines Verbrechens, weil ich in ein Kind verwandelt wurde. Und das tut mir sehr leid für dich. Ich weiß, dass sich Anju Sorgen macht, aber ich kann mich jetzt nicht zeigen. Ich habe versprochen, ihre Hochzeitsmaske zu bringen und sie zu begrüßen. Diese Anhänger, bitte gib ihn Anju. Du hast den Glücksbringer erhalten. Obwohl dieses erwachsene Gebräuche nicht so ganz verstehst, sollst du Anju den Anhänger bringen. Bitte halte diese Geschichte geheim, niemand darf davon erfahren. Da tun wir noch mal, was uns geheißen wurde. Hallo Anju. Den Satz habe ich noch nie gehört. Hast du ihn getroffen? Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Aber das gehört, glaube ich, dir. Das ist von Kaffee. Ich danke dir von dem Grunde meines Herzens. Und das reicht dir schon? Okay, was sagst du noch? Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube ihm. Okay. Aber jetzt geht's natürlich erstmal zum dritten Tag. Es ist 13 Uhr am letzten Tag. Wir gehen hier rein und sehen, Kaffee ist weg. Jetzt steht der Kuriositätenhändler. Huch, der grün bemützte Junge. Ich habe eine Nachricht von Kaffee. Also, Kaffee. Ich kenne ihn schon, seit er noch ein Kind war. Aber als er plötzlich in der Gestalt dieses kleinen Jungen auftauchte, traute ich meinen Augen nicht. Aber als mein Blick auf seine Fuchsmaske fiel, die er trug, habe ich meinen alten Freund sofort wiedererkannt. Ich habe ihm diese Maske geschenkt, als er noch ganz klein war. Ich hätte nie gedacht, dass er sie noch immer hat. Ich weiß zwar nicht genau wieso, aber ich glaube, ich sollte ihm das hier geben. Die Fuchsmaske. Auch Ketermaske genannt. Es erscheint, als hätte dieses Andenken nicht viel Sinn, aber auf jeden Fall solltest du es aufnehmen. Als ob ich das jetzt wegschmeiße. Er verbittet dich, seiner Mutter dies zu überbringen. Die Eilpost an Mama übergeben. Diese Sendung ist von äußerster Dringlichkeit. Beeile dich mit der Zustellung. Letzte Nacht kam ein Kunde in meinen Laden. Kaffee hat ihn gesehen und ist plötzlich erbleicht und läuft ihm nach. Dieser Kerl ist ein geiziger Dieb namens Sarkon. Ich glaube, er kommt aus Ikana. Sollten wir jetzt auch keine Zeit verlieren und uns direkt nach Ikana begeben. Wir wissen ja, dass Sarkons Versteck irgendwo hier oben ist. Ah, da. Sir? Wer? Tatsache, da ist er doch. Ich habe ihn gefunden. Grün bemützter Junge. Ich hinterfrag's nicht. Er nutzt diesen Ort als Lager für sein geheimes Diebesgut. Sein Name lautet Sarkon. Letzte Nacht kam er zum Laden. Da bin ich ihm gefolgt. Das Lager für all die Dinge, die er gestohlen hat, befindet sich auf der anderen Seite dieser Steintür. Nur Sarkon kann sie öffnen und der einzige, der hineinzukommen ist, auf Sarkon zu warten. Ich werde hier warten. Ich habe das Anjo versprochen. Er wird kommen. Ja, das dauert jetzt nur noch so 5 Stunden. Da kommt er. Okay, Kaffee, ich komme mit. Ich werde dich das jetzt nicht alleine durchstehen lassen. Du hast schon zu viel erlebt. Zu viel mitmachen müssen. Das machst du jetzt nicht alleine. Oh, shit. Ah! Sieh doch, hier ist deine Maske. Es ist die Maske der Sonne. Oh, shit. Jetzt habe ich es geschafft. Stell dich auf diesen Schalter. Was? Willst du uns etwa vorschreiben, was wir zu tun haben? Die Tür bleibt nur so lange offen, solange dieser Schalter gedrückt bleibt.
Ja, okay, komm, dann hier jetzt. Aber beeil dich. Ach so, oh, stimmt. In diesem Raum sollte sich eine Vorrichtung finden, die die Tür öffnet. Oh, die Maske! Ja, ich verstehe schon. Er versucht, sie aus unserer Reichweite zu bringen, um mit ihr zu flüchten. Wir müssen uns beeilen. Okay. Also hier ist ein Schalter. Ich denke, jetzt mal einfach das Ding draufschieben, ne? Ja. Das ist kein Sinn. Dies ist nicht der Schalter. Durchsuche den Raum. Hier muss irgendwo ein versteckter Mechanismus sein. Bitte, uns bleibt keine Zeit. Ich mag ihn nicht, aber wir haben wir eine andere Wahl? Sollen wir ihm helfen? Sich im Angesicht der Gefahr nicht zu bewegen, wenn man weiß, dass dies besser ist, das würde Teil tun. Das ist es. Los, gehen wir. Okay. Wir gehen rein. Fick dich. Wir müssen weiter. Oh, shit. Ich weiß nicht, was die anderen Schalter machen. Ich habe mich einfach mal auf einen draufgestellt. Okay, let's go. Keine Zeit verlieren. Oh, shit. Was mache ich hier für eine Scheiße? Nee, Moment. So. Ach so, ich glaube, gut verschnellt das Band. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, komm. Hier, ich habe die Feenklinge, da machst du nix. Komm. So. Ich bin durch. Oh, das war der letzte Raum. Da haben wir es. Und schnell auf den Schalter. Ich habe die Maske der Sonne wieder. Es ist noch nicht zu spät. Ich muss zurück in die Stadt. Ja, und wir sind direkt hinter dir. Keine Sorge. Aber bevor wir uns noch Anju und Kaffee widmen, müssen wir ja noch die Eilpost abliefern. Oh, ich will fliehen, aber das ist nicht auf meinem Zeitplan. Für mich hat die Zustellung höchste Priorität. Okay. Du kannst auch eine letzte Sache zustellen. Und zwar diesen Brief. Das ist ein Eilpostsiegel. Er ist von höchster Dringlichkeit. Ich muss den Brief ausliefern. Okay. Dann folgen wir ihm mal. Ich habe eine Zustellung für Sie, Frau Poststellenleiterin. Liebe Güte, das gibt's doch nicht. Du bist ja immer noch da. Für die morgige Zustellung verläuft alles planmäßig. Wovon sprichst du? Hast du mal den Himmel gesehen? Das ist schrecklich. Aber. Um Himmels Willen. Ach, was sollen wir bloß tun? Wo ist Kaffee? Eine Eilzustellung. Ich bin so glücklich. Wer hätte gedacht, dass zum Ende hin doch noch so etwas passiert? Ich danke dir, aber jetzt solltest du fliehen. Das ist dein Befehl. Verstanden. Aber wenn wir jetzt noch den Postboten ansprechen, dann sollten wir noch was von ihm kriegen. Ich werde fliehen. Das ist ein Befehl der Poststellenleiterin. Nun, ich bin frei. Ich werde meinen eigenen Zeitplan machen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Nimm ihn. Mütze des Postboten erhalten. Dieser ehrwürdige Hut erlaubt es dir, jeden Briefkasten zu öffnen. Drücke C, um ihn aufzusetzen. Der Zauber der Uniform wirkt auch bei dir. Wenn die jetzt aufsetzen, hier an einen Briefkasten geht. Gut gemacht. Katschi. Etwas anderes als ein Brief ist eingeworfen worden. Katschi. Ein Herzteil. Du hast zwei Herzteile gesammelt für zwei weitere, um eine Energielist zu erweitern. Gute Arbeit. Katschi. Okay, dann wollen wir nicht länger warten. Und mal schauen, was jetzt zu Kaffee zu Anju zu sagen hat. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Hier rein. Da sehen wir schon ein Hochzeitskleid und Anju.
Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm ein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen, ich glaube ihm. Ich kenne dich. Welch ein vertrautes Gefühl. Vor langer Zeit, ja. Wir waren noch Kinder. Wir haben uns gerade ein Versprechen. Wir haben uns ein Versprechen, habe ich recht? Die Maske der Sonne und des Mondes. Wir sollten sie am Tag des Karnevals austauschen. Ich fühle mich so glücklich. Anju, verzeih mir, dass ich so spät bin. Willkommen zu Hause. Zwar sind sie ein Liebespaar, doch sie sehen aus wie Mutter und Kind. Lass uns nun die Masken austauschen. Wir haben unseren Eid erfüllt und sind nun ein Paar. Du bist unser Zeuge. Bitte nimm diese Maske als Zeichen unserer Dankbarkeit. Du hast die Maske der Liebenden erhalten. Ein Symbol der Unzertrennlichkeit zweier liebenden Herzen. Such dir einen sicheren Ort. Wir kommen schon zurecht. Wir werden zusammen die aufgehende Sonne begrüßen. Die beiden haben dir eine Maske gegeben, das wurde nicht so vermerkt. Es ist halt so süß, aber auch so fucking sad, ne? Das ist unglaublich. Aber hier ist noch was, hier ist noch eine Truhe, die möchte ich jetzt mal öffnen. Ja, okay, gut. Es ist einfach so fucking sad, Mann. Da haben wir sie, alle Masken. Aber jetzt heißt es auf ein Neues. Aber was wir jetzt mit dieser Maske der Liebenden machen können, ist, wir gehen jetzt hier zum Bürgermeister. Okay, wenn wir jetzt hier weitermachen und die Maske der Liebenden aufhaben und jetzt hier links in den Raum reingehen, nicht rechts, hören wir viele Stimmen, die miteinander reden. Ah! 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 Oh, ich wollte eigentlich... Oh, shit. Egal. Die Maske der Liebenden. Was für ein schönes Andenken. Also muss ein junges Paar geheiratet haben. Ich frage mich, ob meine Frau auch geflohen ist. Was? Was hast du ihm gesagt? Wir alle machen uns Sorgen um unsere Familie. Warum beenden wir diese Besprechung nicht? Aber, Herr Bürgermeister. Ob du stur bleibst und deine Familie hier in der Stadt beschützen willst oder es vorziehst zu fliehen und woanders Schutz zu suchen, diese Entscheidung obliegt jedem selbst. Ich danke dir dafür, dass du es mir ermöglicht hast, diesen sinnlosen Quatsch ein Ende zu setzen. Erwachsene sind alle so stur, es ist eine wahre Schande. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Herzteller halt. Let's go. Ich bin vielleicht nicht der beste aller Bürgermeister, aber zumindest meine Familie kann sich auf mich verlassen. Ich will meine Frau beschützen. Ja, eigentlich wollte ich noch zeigen, dass sie sich miteinander wirklich diskutieren und sagen, die Soldaten wollen alle aus der Stadt rausbringen und die Handwerker auf der linken Seite wollen alle, dass alle noch da sind. So, das ist eigentlich die Diskussion, aber ich hatte die Maske Liebenden schon auf, deswegen haben die das quasi geskippt. Und das letzte Herzteil, was wir jetzt noch kriegen können, hat was mit dieser Maske hier zu tun. Das heißt, das ist die Keton-Maske oder Fuchsmaske auch genannt, und wenn wir diese an Orten aufhaben, wo sich so Büsche sich so komisch bewegen. Ah, genau. Dann kommt dieser Kitten und der stellt uns jetzt ein paar Fragen. Hiho, hallo Junge. Mich zum Narren zu halten ist unmöglich. Der Bestreben ist vergebens. Wir Keton-Füchse erkennen uns am Glanz unserer schimmernden Schweife. Und du scheinst ein sehr gutes Kind zu sein. Lass mich dich prüfen. Beantworte dies. Wähle eine drei Antworten. Wie viele Kühle gibt es auf der Romaninage? What the fuck? Äh.
Frage 19, wie viel finde ich auf der Range? 3. Es sind 3, das habe ich nicht gegoogelt. Antworte dies, wähle eine der 3 Antworten. Wie viele Lenze zählt Tingel der Kartenzeichner? Was zum fixen Lenze? 35? What the fuck? Ist Tingel der Kartenzeichner rechts- oder linkshänder? Oh fuck. Ich glaube, er hält mit links einen Stift? Ich glaube, er ist Linkshänder. Scheiße! Ah, fucking shit. Ah, gut, okay. Ja. Okay, lass mich prüfen, okay. Wohin möchte Cremia Besitzerin der Romani Ranch die Milch liefern? In die Milchbar. Das habe ich nicht gegoogelt. Wann würde dies? Wähle eine der 3 Antworten. Um welche Uhrzeit geht Romani das Milch auf der Romani. Oh Gott! 7, 8, sie schläft gar nicht. Aber sie ist ein Gamer, sie schläft nicht. 8 Uhr abends. Ah, das sind natürlich die Goronen. Warte, wie hieß? Das war um 6, oder? Ja. Romani, das war um 6. Lulu. Ruto gibt's auch, aber nicht in diesem Spiel. Yes! Da ist es. 4 Zeile und dann holen Holzcontainer zusammen. Nee, das war weiter. Das war das letzte Erdbeer, was ich auf der Uhr wollte haben, kriegen können. Und mit dieser wunderschönen Nachricht beende ich wie immer die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt fresh, euer Esel. Noch ein kleiner Zusatz. Ich weiß, wir haben jetzt alle Herzteile, die wir hier auf der Overworld vor dem Endfight noch kriegen können. Das stimmt. Aber wir haben uns fehlt noch ein Item. Und zwar, wenn wir diese Anju und Kaffee-Quest durchspielen, da gibt es ja den Zeitpunkt, wo wir die Eilpost an Mama von Kaffee den Postboten abgeben, der die dann wiederum an Madame Aroma abgibt, von dem wir dann wiederum die Mütze des Postboten kriegen. Das ist eine Variante. Jetzt, aber wenn wir diese Eilpost nicht den Postboten geben, sondern wir sie direkt an Mama abgeben, an Madame Aroma, dann kriegen wir noch die letzte Flasche, die wir brauchen. Also dann würde ich mal sagen, machen wir das auch direkt. Sitzen sie da, klar. okay, und zwar jetzt, wenn wir jetzt mit dir reden. Hä, als ob. Jetzt, hm? Wie geht es voran? Hast du ihn gefunden? Ah, jetzt kann ich mit dir reden. Okay, cool. Ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Auf jeden Fall, jetzt können wir mit dir reden. Dann geben wir mal den Eilpost ab. Oh, eine Eilzustellung. Das ist wohl Kaffee, nicht wahr? Ich habe doch recht. Wunderbar, du bist wirklich ein Meisterdetektiv. Ja, ja, Verzeihung, mein Dank ist dir gewiss. Ja, ja, es ist schließlich dein Job. Du hast eine Flasche Chateau Romani erhalten. Ein Schluck von dieser cremigen Köstlichkeit füllt deine Magieanzeige wieder auf. Dein magisches Durchhaltevermögen wird darüber hinaus verstärkt. Lass deinen Gaumen von diesem edlen Geschmack liebkosen. Es tut mir sehr leid. Aber alles, was ich dir geben kann, ist dies. Eigentlich wollte ich dir es ja schon früher geben. Wirklich. Und damit haben wir offiziell jedes Item, was wir brauchen. Also wir haben alle Flaschen, wir haben alle Items, wir haben alle Masken, wir haben alle Songs, alle Upgrades. Und dann bleibt im nächsten Part nur noch der Boss. Ich nehme gerade auf. Ah. Okay. Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Brand. Stört mittendrin und tschüss.